herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Wir sind gerade mit meinem Mann auf dem Weg nach Hause. Ich habe wieder vor, nach Hause zu kommen mit meinen Kindern. Denn ich habe schon im letzten Video erwähnt, dass ich einen Termin habe beim Osteopathen. Den hatte ich auch und er hat mir eigentlich grünes Licht gegeben. Ich muss zwar den Schuh weitertragen, und zwar 4 Wochen lang noch, aber ich darf drauf treten und es sieht schon alles so gut aus, dass ich auch nicht operiert werden muss. Deswegen habe ich entschieden, dass ich nach Hause komme. Aber bevor wir jetzt mit den Kindern zurückkommen, müssen wir natürlich was einkaufen, denn in der ganzen Zeit war mein Mann ja nur arbeiten und ja, er hat ja fast gar nicht die Zeit zu Hause verbracht. Deswegen sieht es da auch so aus dementsprechend. Es wurde ja natürlich nicht geputzt in der Zeit und nichts gekocht und einfach gar nichts gemacht und er war einfach nur zum Schlafen zu Hause. Ich muss jetzt einfach gucken, was wir zu Hause haben und ja, und für uns alle dann einkaufen. Und wie gesagt, wir fahren jetzt rüber. Wir haben so etwa 1/2 Stunde vor uns. Die Kinder haben wir bei meiner Mutter gelassen. Und ja, die letzte Zeit war ja so schönes Wetter. Es war so warm und jetzt schneit es bei uns. Also echt Wahnsinn, wie das Wetter immer umschlägt. Und was ich noch vorhatte, ist auf jeden Fall ein bisschen vielleicht aufzuräumen. Ja, mal schauen, wie das von der Zeit her passt. Ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht klappen, denn bis wir dann eingekauft haben und alles rübergebracht haben, wir müssen ja auch noch heute wieder zurückfahren. Ich weiß einfach nicht, was ich da noch schaffe, zu Hause aufzuräumen. Wenn ich was schaffe, seht ihr das ja dann. Und wir sehen uns dann später bei mir zu Hause. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time. Just like another season. Maybe this time next year. So, jetzt sind wir schon nach Hause gekommen und ja, also hier gibt es jede Menge noch zu machen, auf jeden Fall, aber ich habe mich wie immer mit der Zeit ein bisschen doch verschätzt, denn es ist jetzt schon 8:30 und ich werde jetzt wahrscheinlich nur die Einkäufe euch zeigen können und dann geht es auch schon ab wieder zu meinen Eltern, denn dort übernachten wir heute und dann sehen wir weiter, wie es dann morgen aussieht. So, und wie gesagt, wir sind ja jetzt erst nach Hause gekommen, meine Haare sind ein bisschen nass, denn es schneit immer noch draußen und ja. Ja, das Wetter hat sich extrem verschlechtert und ich hoffe mal, dass es nächste Woche dann wieder ein besseres Wetter gibt, damit wir auch mit den Kindern ein bisschen im Garten spielen können. Zuerst waren wir ja beim Aldi, da haben wir fast alles gekauft und den Rest haben wir dann, was wir dann nicht beim Aldi gefunden haben, haben wir dann beim Real gekauft. Ich wollte eigentlich noch Toilettenpapier kaufen, Küchenrolle ist bei uns fast leer, also glaubt nur eine Rolle jetzt noch. Und beides war jetzt beim Aldi nicht da und auch beim Real nicht da. Beim Real sind ja so viele Sorten normalerweise von Küchenrolle und Toilettenpapier, aber alles leer. Starten wir einfach mit dem Aldi. Als erstes habe ich der Alissa so ein Stickerheft gekauft. So Sticker und zum Einkleben auf den jeweiligen Platz. Und haben wir schon mal so einen gekauft, so ein ähnliches. Und das fand sie so toll. Und auch Nina hat das schon mit eingeklebt. Von dem her habe ich das mitgenommen. Einmal Kosmetiktücher kamen mit. Also ich zeige jetzt alles einfach nach und nach, weil die Tüten sind knallevoll. Werde ich einfach alles nacheinander aus der Tüte rausnehmen und zeigen.
Dann kam einmal grüner Tee mit Apfel-Holunderblüte mit. Einmal Nussvariationen. Dreimal Walnusskerne. Die lege ich hier bei mir öfters in meinen Obstsalat rein. Und auch so essen wir die gerne. Und neuerdings esse ich auch den Körniger Frischkäse morgens. Und dann lege ich mir da auch Walnusskerne mit rein. Dann hat mein Mann so einen Käse mitgenommen. Ich meine, das ist ein Bergkäse. Dann habe ich zweimal Aubergine mitgenommen. Stangensellerie. Zweimal solche Roggentoastbrötchen, einmal Cranberries, dann wieder sechsmal Milch, einmal schwarzer Tee. Und übrigens, ich nehme jetzt mit einer anderen Kamera auf, denn die andere ist doch jetzt ganz kaputt. Ich weiß jetzt nicht, was mit der ist und von dem her muss ich jetzt doch mit einer anderen Kamera aufnehmen. Deswegen wundert euch nicht, sie fokussiert jetzt nicht so schnell, wenn man das jetzt so zeigt. Sieht man das ja, dass sie ein bisschen Zeit braucht. Gala-Äpfel haben wir mitgenommen. Dann habe ich so ein Eiweißbrot mitgenommen. Dann zweimal Merci zum Verschenken. Sechsmal Körniger Frischkäse kam mit. Zweimal Mozzarella. Dann wieder mal dreimal Schokolade. 85% Kakao kam mit. Dann habe ich eine Hose für Alissa entdeckt. In Größe 110. Sie war reduziert. Ja. Ganz normale, ganz dünne Hose. Dann ein bisschen Bananen, denn wie gesagt, Alice geht ja zurzeit ja nicht in den Kindergarten und dann ist sie auch nicht so oft dann zu Hause die Bananen. Von dem her brauchen wir jetzt zurzeit nicht so viele und auch ich versuche jetzt ein bisschen die Bananensucht zu reduzieren und von dem her habe ich nur 4 Stück mitgenommen. Dann hat mein Mann so ein T-Shirt sich mitgenommen. So, dann habe ich diesmal Tofu mitgenommen. Ich habe schon mal mit Tofu gekocht, aber das ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Und jetzt wollte ich ein bisschen wieder anfangen, ein paar Gerichte mit Tofu zu machen. Da habe ich schon ein paar Rezepte mir so angeschaut. Und jetzt habe ich auf jeden Fall einmal normalen Tofu mitgenommen und einmal Räuchertofu. Dann habe ich wieder nachgekauft Wäscheklammern zweimal und einmal Kaffeebohnen. Dann kam einmal Blütenhonig mit, zweimal Magerquark, einmal Fit- und Vitalbrot, dann einmal Butter streichfein, einmal ganze Mandeln, dann wieder zweimal Eier. Das andere Fit- und Vitalbrot war jetzt für die Kinder und wir essen ganz gerne so ein Roggenvollkornbrot. Und da habe ich auch, glaube ich, eins oder zwei mitgenommen, weiß ich jetzt noch nicht. Weiß ich nicht mehr so richtig, aber auf jeden Fall dieses hier. Na, fokussiert das jetzt? Ja, genau. Das ist also ganz normales Roggenvollkornbrot. Zweimal Schlagsahne, einmal Hähnchenbrustfilet, dann waren da Erdbeeren, die sahen ganz schön aus und riechen richtig lecker. Und von dem her habe ich ganze Kiste mitgenommen, die nehmen wir aber auch gleich mit zu meinen Eltern, denn sie werden das jetzt nicht bis Montag aushalten. Von dem her werde ich sie jetzt einfach mitnehmen. Dann habe ich einmal Zitronenschale mitgenommen. In dem Aktionsbereich haben wir noch so ein Unterbodengewebe entdeckt. Ja, da möchten wir das in unserem Garten verlegen. Denn wir haben jetzt im Garten eine neue Treppe gebaut, die von der Terrasse in den Garten geht. Denn wir hatten früher keine und da liegen aber keine Platten. Und das ist ein bisschen ungünstig, wenn man runterläuft. Und da möchten wir gerne ein paar Platten hinlegen und da brauchen wir auf jeden Fall so ein Unterbodengewebe, damit da kein Unkraut durchkommt. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich was bringt. Dann habe ich wieder zweimal Mandeldrink mitgenommen. Und was mich sehr gewundert hat, Tiefkühlgemüse gab es aber jede Menge und das ist so verschneit. Also einmal auf jeden Fall die Erbsen gefroren, einmal Blumenkohl. Und zweimal habe ich Blattspinat mitgenommen, denn ich möchte jetzt in den nächsten Tagen auch so eine Spinatsuppe machen. Und dann benutze ich auch immer den Spinat zum Überbacken von Fisch oder so oder Hähnchen. Und wie gesagt, habe ich gleich zwei Pakete mitgenommen, solange es da war. Dann habe ich auch einmal zum Verschenken Toffifee mitgenommen. Eine ganz große Packung. Das möchte ich gerne meinem Papa schenken. Der schaut meine Videos nicht, deswegen ist es nicht schlimm, dass ich es jetzt gezeigt habe. Dann einmal Strauchtomaten. Und da kommen die restlichen Joghurts. Das ist wieder das gleiche mit so Waffelstückchen. Wird das jetzt fokussieren oder nicht? Ja. Und dann zweimal Bananenjoghurt mit Schokochips. Dann hat mein Mann noch so ein schwarzes mitgenommen, wie ich gerade sehe.
Dann habe ich für mich solche Gartenhandschuhe mitgenommen. Im Garten arbeiten. Ich hoffe mal natürlich, dass ich das Ding bis dahin auch loswerde, damit ich was auch im Garten machen kann. Hoffen wir mal das Beste, dass mein Schuh dann weg ist bis dahin. Dann zweimal Kidneybohnen, einmal Lauchzwiebeln kamen mit. Und übrigens, meine Kinder essen sie auch so roh sehr gerne. Einmal Avocado kam mit. Einmal Sultaninen. Einmal festkochende Kartoffeln. Ich zeige jetzt nur eine, denn die anderen liegen hier in der Tüte. Also viermal Zucchini habe ich mitgenommen. Dann sind wir, glaube ich, mit Aldi durch und da habe ich dann insgesamt um die 136 Euro bezahlt. Jetzt kommen wir zum Real. Da habe ich jetzt nur ein paar Sachen gekauft. Zum ersten habe ich da die Windeln gekauft. Eine ganz große Packung. 56 Stück sind da drin, glaube ich. Ne, 58 Stück. Dann habe ich einmal weiße Bohnen mitgenommen in so einem Glas. Zweimal Kichererbsen. Linsen waren im Aldi aus. Dafür gab es aber beim Real welche. Und da habe ich die roten Linsen zweimal mitgenommen. Und einmal Beluga-Linsen. Als letztes waren da Heidelbeeren im Angebot, glaube ich, eine Packung 1 Euro und von dem her habe ich 2 Stück mitgenommen. Die werde ich aber wahrscheinlich auch mitnehmen zu meinen Eltern, denn die werden nicht 2 Tage überleben bei uns, deswegen nehme ich die auch mit. Ja, und das war's auch schon von meinem Einkauf und jetzt geht's nur ans Verräumen. Tja, und wie macht man das eigentlich mit einem kaputten Fuß, das alles rüberzuschieben? Einfach so. Und wenn jemand sich fragt, warum ich meinen Mann nicht drum bitte, mir das rüberzuschieben, er ist gerade duschen, deswegen. Übrigens, was ich noch vergessen habe zu zeigen, ist das hier. Das habe ich beim Real gekauft. Das kann man so drehen. Das habe ich dann für meine Kleine gekauft. Ja, jetzt ist schon 11 Uhr abends und es heißt für uns ab zu meinen Eltern, denn für heute ist jetzt Schluss und hiermit möchte ich mich auch von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß zuzuschauen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.